Der Inselstaat Antigua und Barbuda ist berühmt für seine außergewöhnlich schönen Strände. 365 sollen es allein auf Antigua sein. Für jeden Tag im Jahr einer. Viele davon sind selbst in der Hochsaison fast menschenleer. Hässliche Bettenburgen gibt es nicht. Ein Karibiktraum vom Allerfeinsten. I am Scooby-Doo. When my friend kissed me, I love the sucking. Stingray City im Osten der Insel. Wade Nicholas alias Scooby-Doo muss aufs Meer hinaus. Bei einer Sandbank warten wilde Stachelrochen auf ihn. Sie hören sein Boot schon von Weitem und wissen, gleich gibt's Frühstück. Frühstück! Es gibt Frühstück! Kommt her, Mädchen und Jungs, es gibt Essen! Dieser Ort ist ein ganz besonderer. Denn die Stachelrochen befinden sich in ihrem natürlichen Lebensraum. Sie sind nicht eingesperrt und sie kommen freiwillig. Das ist Lulu. Lulu ist ein besonders anhängliches Tier. Sie liebt es zu küssen. Wenn Leute sie halten, werden sie geküsst. Am liebsten küsst sie Scooby-Doo. Immerhin kommt er seit 13 Jahren täglich mit Leckereien. Im Laufe der Zeit hat der Stachelrochenflüsterer gelernt, Dutzende der riesigen Fische voneinander zu unterscheiden. Die andere hier ist Jump Dead Gorgeous. Wenn sie in meiner Hand ist, stellt sie sich tot. Deshalb nenne ich sie so. She's coming. Come to Papa. Come to Papa. Ja, das ist Jump Dead. Komm zu Papa. Sie ist sehr groß. Sie ist jetzt genau in meinen Händen. Siehst du, sie beruhigt sich. Wenn sie ihre Flügel so bewegt, dann begrüßt sie mich. Wenn ich sie so halte, dann hört sie auf. Die Stachelrochen vertrauen ihm. Das ist wichtig. Denn wenn sie sich bedroht fühlen, können sie auch zustechen. Und das ist zumindest extrem schmerzhaft. Sie können mich riechen. Sie kennen mich. Wie bei Hunden. Diese hier ist schwanger. Ich kann die Babys hinten fühlen. Genau hier. Sie tragen Babys 13 bis 14 Monate lang im Bauch. Wie Elefanten. Wenn sie geboren werden, sind sie Handteller groß. Ich habe mal eine gehalten und sie hat die Babys in meinem Arm bekommen. Eine von ihnen heißt jetzt Scooby-Doo. Scooby-Doo bringt auch Touristen nach Stingray City. Jeder kann gegen Bezahlung mit den Rochen schwimmen. Denn diese Tiere scheinen den Kontakt zu Menschen wirklich zu genießen. Sie wollen beachtet werden, gesehen werden. Sie wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Sie wollen gehalten werden und sie wollen spielen. Ich liebe sie, weil sie sehr freundlich sind. Sie sind meine besten Freunde. Antigua und Barbuda sind ein Inselstaat in der Ostkaribik. Früher britische Kolonie, seit 1981 unabhängig. Amtssprache ist Englisch. Rund 100.000 Menschen leben hier. Die meisten sind afrikanischer Herkunft, Nachfahren von Sklaven aus der alten Kolonialzeit. Die Uhren laufen hier langsamer. Antigua ist bunt und voller karibischer Lebensfreude. Das ist äußerst ansteckend. Hallo, ich bin der Bert. If you like seafood, Zuck and Rum,
Papa Suk is definitely the place to come. Fast jeder auf der Insel kennt Bert. Seine Rumba, das Papa Suk, ist angeblich die beste. Er war ungefähr 20 Jahre alt, als er von Deutschland in die Karibik ausgewandert ist. Aus guten Gründen. Man wird nicht bombardiert mit dem Konsum. Den haben wir hier einfach nicht so. Gibt's nicht. Du findest dich halt zufrieden mit einfacheren Dingen. Man ist mehr auf Menschen bezogen hier. Man trifft sich an der Beach, man trifft sich zu Hause. Und macht viel mehr mit den Freunden zusammen. Ja. In 4 Jahrzehnten hat sich Bert ein gutes Netzwerk an Kontakten aufgebaut und kümmert sich auch um Filmproduktionen, die in der Karibik stattfinden. Wir haben ganz tolle Menschen dort kennengelernt, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Mit ihm habe ich 3 Wochen lang trainiert, was natürlich ein Traum für mich war. Dustin Hoffmann war hier, Liza Minnelli, Whitney Houston. Hier wohnt zum Beispiel der Eric Clapton, der sein Haus vor circa 15 Jahren hier gebaut hat. Ja, ich hatte ihn kennengelernt, wir sind eigentlich Freunde geworden. Er kommt sehr oft hierher, hat ein Drogenrehabilitationszentrum gebaut hier, das sehr berühmt geworden ist und sehr bekannt geworden ist. Die Schönheit der Insel zieht viele sehr reiche Urlauber an. Dieses Anwesen im Jambi Bay Island, einem der exklusivsten Ressorts der Karibik, kostet zum Beispiel 24.000 Euro pro Nacht. Manche kommen gleich mit der eigenen Yacht. In den Häfen Falmouth und English Harbour liegen beeindruckende Exemplare vor Anker. Möchte ich behaupten, dass das der wichtigste Yachthafen überhaupt ist. Man nennt ja Antigua nicht umsonst das Herz der Karibik. Das ist jetzt nicht nur, auch weil es in der Mitte der Karibik liegt, sondern es ist wirklich das Herz der Yachting-Karibik garantiert. Ja. Das ist also Wahnsinn, was hier so rumsteht. Alles, was Rang und Namen hat der Welt, ist hier. So was kann sich ja der Otto-Normalverbraucher gar nicht erlauben. Das braucht wirklich Leute mit viel, viel, viel Geld. So eine Yacht kostet 100 Millionen Dollar. Ja? Ich schätze mal jetzt, was weiß ich, die hier, würde ich mal so abschätzen auf 60 Millionen. Die hier, 50 Millionen, 60 Millionen, ja. Die Wirtschaft Antiguas lebt hauptsächlich von den Touristen, den Yachtfahrern, Seglern, Kreuzfahrern und Flitterwöchnern. Kenner sagen, dass Bert in seiner Bar Papa Suk den besten Rum der gesamten Karibik ausschenkt. Er hat rund 200 Sorten und mixt legendäre Drinks, wie zum Beispiel den Tea Punch. Jetzt pumpen wir den Rhythmus hier rein in den Tea Punch. Weißer Rum mit Limettensirup, das meistverkaufte Getränk in seiner Bar. Mr. Rastaman, was kann ich dir zu trinken geben? Einen Buschrum, bitte. Ich habe alle möglichen Buschrums hier. Von der Alge bis zum Zitronengras. Das eingelegte Gemüse und Obst gibt dem Rum das gewisse Extra. Was ist in der langen Flasche? Die lange? Das ist der High-Rise-Rum aus Dominica. Hier, siehst du? Da sind Cannabisblätter drin. Tja, die Wirkung. Cheers. Wie schmeckt er? Gut? Das ist Liebe in einem Glas. Zuckerrohr war lange Zeit das braune Gold der Karibik. Die Kolonialmächte kämpften bis aufs Blut um die lukrativen Anbauflächen. Je älter der Rum, desto kostbarer. Eine von Berts Spezialitäten ist der Clément aus Martinique. Er ist fast 70 Jahre alt. Ein ganz besonderes Stöffchen. 1952, also älter wie ich. Den bekommen wirklich nur die Connoisseurs, die hier auch reinkommen, weil die hörten, dass ich halt eine der größten Rumsammlungen der Welt habe. Und die kommen dann und mit diesem Stöffchen überrasche ich die natürlich total. Ja.
Bert ist auf der Insel gut integriert. Er ist mit Leib und Seele Wirt, feiert gerne und er weiß, seine Kontakte zu nutzen. Zu Papas Tuck kommt eigentlich jeder. Ob das jetzt die Premierminister sind, ob das die Geschäftsleute sind, ob das die lokalen Gangster sind, ob das die armen Leute sind, denen gebe ich auch oft das Essen für frei. Oder ob das die Filmschauspieler sind oder die Filmdirektoren oder die Filmproduzenten, wie zum Beispiel Robert De Niro, mit dem ich jetzt seinen neuen Film mithelfe als Produzent. Das Papa Suk hat so lange geöffnet, bis der letzte Gast geht. Der nächste Morgen im Landesinneren, in Antiguas Südwesten. Hier wächst dichter Busch und Regenwald. Hello Germans, I am Rafika Feeks Atwood. I am a logger, not a blogger. You probably don't know what this is, so you'll see. Logger wie Rafika und ihre Familie verdienen ihr Geld mit Hölzern und Pflanzen, die sie aus dem Regenwald holen. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Sie machen die Lasttiere bereit für die heutige Expedition in den Busch. Das ist Big Mouth. Wir nennen ihn so, weil er immer fressen will. Wir haben ihn schon seit über 21 Jahren. Er ist der älteste Esel. Wir machen ihn zuerst fertig, weil er überall stehen bleibt und frisst, während sich die anderen beeilen. Heute ist Big Mouth offenbar voller Energie und nicht so hungrig wie sonst. Rafika, ihre Schwester Viola und Vater Joseph sind im Auftrag von Fischern unterwegs. Die brauchen Holz für den Bau von Fangkörben. Lasst uns hier anhalten und anfangen. Der Ort sieht vielversprechend aus. Hier wachsen genau die Büsche, die sie suchen. Rafikas Vater ist 64 und wird bald zu alt für diese Arbeit sein. Umso besser, dass auch seine Tochter Rafika Geschmack daran gefunden hat. Früher hat sie für andere gearbeitet. Eines Tages hat sie zu mir gesagt, Daddy, ich komme mit. Das hat mich umgehauen. Eigentlich wollte sie das nie freiwillig machen. Meine anderen Kinder haben immer gerne mitgearbeitet. Aber sie hat früh damit aufgehört. Es hat mich wirklich umgehauen, als sie gesagt hat, dass sie doch wieder mitkommt. Ich war so froh. Die Bündel, die sie für den Abtransport bereit macht, bestehen jeweils aus 24 langen, schweren Ästen. Kein Problem für Rafika. Im Gegenteil, die harte körperliche Arbeit am frühen Morgen gefällt ihr. Ich habe keinen Stress. Ich arbeite unter Aufsicht. Es ist schnell und beruhigend. Ich mache das, seitdem ich denken kann. Weil wir keinen Babysitter hatten, haben meine Eltern uns einfach mit auf die Esel geschnallt. Wir hatten keine Wahl und mussten mit. Jetzt können wir damit Geld verdienen. Ich meine, hey, leicht verdientes Geld. Der Sack auf dem Kopf von Big Mouth hält den Esel ruhig. So können sie ihn in Ruhe beladen. Sie sind auf das Tier angewiesen und behandeln es gut. Er kann 6 Bündel tragen, aber ich lege nur 5 drauf. Normalerweise tragen sie 6 oder sogar 7. Ich will ihn aber nicht überladen. Go ahead, Big Mouth. Nach 3 Stunden Waldarbeit geht es wieder nach Hause. Auf Rafika wartet ihr nächster Job als Leiterin eines Nationalparks. Für den Wald tut sie alles. Und sie ist stolz darauf, dass sie so hart anpacken kann. In Antigua und Barbuda gibt es nicht viele Frauen, die diese Arbeit machen. Aber ihr habt mich im Busch gesehen. Ich habe mir in die Hände geschnitten, ich musste schwer heben und ich bin verschwitzt. Man muss diesen Job wirklich lieben, um ihn zu machen. Die Hölzer aus dem Wald werden 10 Kilometer entfernt vom Fischkorbbauer Colin verarbeitet. Er baut traditionelle Fangkörbe, die später mit Ködern befüllt werden. Wenn ein Fisch einmal durch dieses Drahtrohr geflutscht ist, sitzt er in der Falle.
Wir fangen damit fast alle Fische, die es im Meer gibt. Sie schwimmen rein und fressen, was drin ist. Sogar Hummer gehen hinein. Wir kennen das nicht anders. Jeden Tag baut Colin 10 solcher Fangkörbe. Ein Mitarbeiter ist schon bei Refika und ihrer Familie, um Nachschub an Hölzern zu holen. Das Bündel für umgerechnet 10 Euro. Wenn die Regenzeit kommt, ist unser Geschäft auch gut. Denn dann brauchen auch die Bauern viel Holz für den Gemüseanbau. Dann komme ich gar nicht mehr hinterher. Nachmittags kommen die Kinder in Uniform von der Schule. Ein Überbleibsel der britischen Kolonialzeit. Rund 160 Euro hat die Familie heute verdient. Refika ist alleinerziehend und braucht das Geld dringend. Ich muss mein Geld selbst verdienen. Ich arbeite jeden Tag 3 Stunden im Busch. Den Rest meiner Zeit verbringe ich bei Wallings. Wallings entwickelt sich zu einer der Hauptattraktionen in Antigua. Ein Naturreservat mit antikem Wasserreservoir, spektakulären Wanderwegen und malerischen Aussichten. Als Direktorin ist Refika dafür zuständig, das Gebiet zu schützen und zu pflegen. Sie organisiert Wandertouren, Vogelbeobachtungen und sogar Hochzeiten. Alles von hier aus, ihrem Freilichtbüro am Eingang des Parks. Man muss bezahlen, wenn man hier hinein will. Früher war das umsonst. Es kostet also ein wenig Geld, damit wir unsere Arbeit machen können. Eintrittsgelder und Spenden helfen dabei, den Naturpark zu erhalten. Es gibt viele kleine farbenfrohe Dörfer auf Antigua. Jedes mit einem Kiosk oder einer Rumba, wo sich die Nachbarn treffen, sich die Zeit vertreiben und Neuigkeiten austauschen. Direkt in der Mitte der Insel, in Freeman's Village, wohnt ein berühmter Künstler. I'm Shandy Lewis, young and talented guy who likes feathers and colors. Welcome to my home. Die schönsten Frauen von Antigua und Barbuda rennen ihm die Tür ein. Rainey und Reynolds sind Schönheitsköniginnen. Sie beide waren Miss Antigua. Die Mädchen kommen hierher, weil Shandy die schönsten Karnevalskostüme designt und herstellt. Heute ist Anprobe. Ist das meins? Ja, das ist deins. Ich liebe es. Rainey kann es kaum erwarten, bis es im August wieder soweit ist. Wir bekommen diese Möglichkeit einmal im Jahr. Das macht mir sehr viel Spaß. Der Karneval ist Teil meines Lebensstils. Auch wenn das Fest erst in Monaten stattfindet. Schon jetzt bereiten sich alle vor. Shandy designt auch normale Mode. Aber auch sein Herz schlägt für den Karneval. Ich mache die Menschen mit meinen glamourösen Kostümen und Designs schön. Das ist meine Leidenschaft. Das kommt aus meinem Herzen. Ich mag die Karnevalskostüme einfach lieber als normale Mode. Je bunter und aufwendiger das Kostüm, desto besser. Das ist die erste Hälfte des Kostüms. Ein Schwimmanzug, ein Kopfstück mit Steinen, Federn an den Beinen. Ich muss noch prüfen, ob sie fest genug angebracht sind. Sie braucht noch ihr Rückenteil aus Federn. Dann ist sie fertig für den Umzug. Mit seinen sexy Outfits sorgt er für Wellen in der gesamten Karibik. Alle wollen seine Kostüme. Shandy verkauft sie auch in die USA und sogar bis nach China. Weil sie glamouröser sind als die von der Konkurrenz. Es sind mehr Farben, Glitzer, Glamour und ich liebe Federn. Das sieht man hier im Kostüm. Sie nennen mich auch den Federboss. Bist du zufrieden? Ja, total. Ich liebe es. Ich fühle mich wunderschön. Der Designer stattet auch eine eigene Tanzgruppe aus, die Carnival Dolls. Rainey ist eine von ihnen. Außer Perlen und Federschmuck tragen die Tänzer grundsätzlich nicht viel am Körper. Ich mag es, ich liebe es.
nicht eine aufgeheizte Insel, eine Sommerinsel. Wir mögen es, unsere Körper und Kurven zu zeigen. Einen kleinen Vorgeschmack geben sie uns schon jetzt. Die Antiguaner zelebrieren ihre Körper das ganze Jahr über sehr gern. Aber zum Karneval ganz besonders. Frauen ebenso wie Männer. Ob ein Körper schön ist, liegt an der persönlichen Einstellung, findet Shandy. Der perfekte Körper kann jede Form und jede Größe haben. Von dem Moment an, in dem man sich darin wohlfühlt, ist es der perfekte Körper. Die Körperwahrnehmung ist bei jedem unterschiedlich. Und es kommt immer darauf an, was der Mensch auch daraus machen will. Hier gehen die Leute ins Fitnessstudio, trainieren, joggen, um ihren Körper für den Karneval in Form zu bringen. Shandy braucht professionelle Fotos für seine Follower. Hold, crunch and do your pose and look out. Denn regelmäßig versorgt er seine Fans im Internet mit Bildern von seinen neuesten Kreationen. Und so sieht es aus, wenn im Sommer die Carnival Dolls in Shandys Kostümen auf den Straßen tanzen und feiern. Der Karneval auf Antigua ist ein alter Brauch, der auf das Ende der Sklaverei im Jahr 1834 zurückgeht. Ruinen und restaurierte Bauwerke zeugen von der alten britischen Kolonialzeit. Batty's Hope war die erste große Zuckerrohrplantage. Auf Shirley Heights befand sich die größte Befestigungsanlage. Heute gibt es hier ein Restaurant mit einem herrlichen Panoramablick. Dem meist fotografierten Antiguas. Die Hauptstadt, St. John's, befindet sich im Nordwesten der Insel. Samstags findet ein farbenfroher Wochenmarkt statt. Hier gibt es zum Beispiel frischen Fisch direkt aus dem Meer. Der deutsche Auswanderer und Wirt Bert Kirchner ist Stammkunde. Also das ist jetzt die Conch Shell, die normalerweise am Sand entlang läuft, am Grund des Meeresbodens. Ja, die läuft also so entlang. Man trifft die also nicht irgendwie am Strand liegend an. Den trifft man nur am Strand an, wenn der Fischermann den Muskel durchtrennt hat. Dann zieht man den Muskel raus, da ist er ja. Das ist also dieser Conch-Muskel hier drin. Und dann schmeißt der Fischermann, der schmeißt die vielleicht dann am Strand, dann findet man sie, ansonsten nicht. Ja. Neben Fisch, Obst und Gemüse gibt es auf dem Markt eigentlich alles für den täglichen Bedarf. Eine typisch karibische Steelband sorgt für Unterhaltung und Schulgruppen trainieren Tänze. Hier gibt es auch eine ganz besondere Spezialität, die es so nur auf Antigua und Barbuda gibt. Das ist our Black Pineapple. Das sind kleine, aber die sind die süßesten Pineapples, die es überhaupt irgendwo gibt. Das ist bekannt, weltweit bekannt, Black Pineapple. Klein, einige sind auch etwas größer. Wie gesagt, über die Weltmeere hin bekannt. Besonders samstags ist die gesamte Hauptstadt St. John's voller Leben. Rund 22.000 Menschen wohnen hier. Der Alltag findet draußen statt. Selbst der Friseur arbeitet Open Air. Fast jeder kennt den Wirt vom Papa Sohn. Auch die vielen jungen, kreativen Künstler. Zeig mir dein Gesicht. Komm raus. Lass dich umarmen. Ich liebe diesen Typen, Mann. Mach ein Foto, komm her. Bert wohnt eigentlich nur rund 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Aber der Weg nach Hause ist immer ein kleines Abenteuer. Die Autobahn hier, die wir haben, ist voller Schlaglöcher. Ja, die ist halt, da sind wir hinten dran. Das sind wir wahrscheinlich eine der schlechtesten Straßen überhaupt in der Karibik. Wir sind eben gerade dabei, das Straßennetz wieder neu zu beschichten.
Das wird aber noch ein paar Jahre dauern, ja? Das ist so die karibische Gemütlichkeit. Deswegen kommen ja die Gäste zu uns. Take it easy, ne? Also schön, immer schön langsam hier alles. Er ist mit einer Antiguanerin verheiratet und hat mit ihr zwei erwachsene Kinder. Ihr Sohn ist Kameramann in den USA, die Tochter Chefköchin auf einer Yacht. Bert selbst lässt es sich hier gut gehen und möchte nie wieder weg. Ich habe das nie bereut, nie bereut. Der Lebensstil hier, der zurückgesetzte, ruhigere Lebensstil, das einfachere Leben, wie ich schon sagte, das hat mir halt zugesagt, das ist nicht für jedermann. Die meisten kommen her und träumen halt vom Paradies, aber auch im Paradies muss man arbeiten. Aber eben auf antiguanische Art. Und da kommt auch das Vergnügen nicht zu kurz. Gleich bei Grenzenlos. Rosie kocht die teuflisch scharfe Nationalsoße Antiguas. Und die fast vergessene Nebeninsel. Barbuda erholt sich noch immer von Hurricane Irma. Wir wundern uns, dass wir nicht alle gestorben sind. Die Antiguaner sind gläubige Christen. Sonn- und Feiertage sind ihnen heilig. Nach dem Kirchgang geht's mit der gesamten Familie zum Strand. Es ist die besondere Mischung, die die Menschen so liebenswert macht. Ihre Freundlichkeit, ihre Lebenslust und ihre entspannte Geselligkeit. Eine der schärfsten Frauen der Insel ist unangefochten Rosie McMaster. I'm Rosie McMaster and I'm gonna make you hotter than fire. Sie ist eine lebende Legende. Journalisten und Fans aus aller Welt kommen zu ihr, um in ihre Kochtöpfe zu schauen. Denn Rosie kocht die vielleicht beste Chili-Soße der Welt. Susie's Hot Sauce. Susie's ist eine besondere Soße, weil sie von Herzen kommt, mit Liebe gemacht ist. Das ist alles. Schon meine Mutter kochte die Soße mit Leidenschaft. Ich habe das Geschäft übernommen und die Leidenschaft brennt immer noch. Die Chilis sind heute ganz schön scharf. Da kommen mir die Tränen. Nicht, weil ich traurig bin. Die höllisch scharfe Soße ist der Klassiker auf Antigua und wurde mehrmals international preisgekrönt. Rosie betreibt ein sehr erfolgreiches Geschäft auf nur 4 Kochplatten von zu Hause aus. Das Rezept stammt ursprünglich von ihrer alleinerziehenden Mutter, die dringend finanzielle Hilfe brauchte. Gott hat ihr den Auftrag gegeben. Sie kniete nieder, um zu beten, denn sie wusste nicht, wie sie Geld verdienen sollte. Sie hatte keinen starken Partner an ihrer Seite. Als sie dann Gott um Hilfe bat, hat er ihr befohlen, Chilisoße zu machen. So hat meine Mutter mir das erzählt. Es war eine Vision, eine Stimme, die es ihr befahl. Der Erfolg gibt ihr jedenfalls recht. Rosie ist die Königin der Chilisoßen. Und sie hat auch selbst viel Feuer in sich. Immerhin ist sie schon über 70 Jahre alt. Meine Zunge ist tot. Das ist grausam. Rosie gewann sogar den ersten Preis bei einem renommierten Grillfest im barbecue-verrückten Texas. Ihre Soße ist eben nicht nur scharf, sie hat das gewisse Extra. Und den Segen von ganz oben. Man kann 10 Köche nehmen, die alle das Gleiche kochen. Und trotzdem schmeckt das Ergebnis bei jedem anders. Das kommt auch auf die Menge der einzelnen Zutaten an. Ich gebe mein Bestes. Und bei jeder Soße bitte ich Gott um seinen Segen. Das vergleichsweise trockene Klima auf Antigua ist für den Chili-Anbau perfekt. Meist bekommt sie die Schoten vom Bauern geliefert. In ihrem Garten wächst die zweitschärfste Chili der Welt. Aber es ist eben nur die zweitschärfste bisher. Das ist die Trinidad Maruga Scorpion. Sie war noch vor ein paar Jahren eine der schärfsten der Welt. Und die, die wir in der Karibik haben. Momentan ist es aber die Carolina Reaper. Ich versuche gerade, diese Chili zu bekommen. Ich will die schärfste haben.
Einer ihrer Söhne vertreibt die Soßen von Florida aus. In Antigua gibt es sie in jedem Supermarkt, Kiosk und direkt in ihrer Küche zu kaufen. In allen Größen und Varianten. Auch Sondereditionen, wie dieses Hochzeitspaar. Die beiden nenne ich Romeo und Julia. Ich denke an Liebe, wenn ich die beiden Flaschen sehe. Wir beliefern auch Hochzeiten. Der Mann ist bekleidet, die Frau nicht. Und wissen Sie warum? Weil wir Frauen schärfer sind als Männer. Die visionäre Geschäftsfrau will sich vergrößern und plant eine kleine Fabrik. Mit Kochschule und Gärtnerkursen für Kinder und Jugendliche. Noch sucht sie Investoren dafür. Ich will nicht nur Geld verdienen. Mein Traum ist es, dass ich den jungen Leuten ein Vorbild sein kann. Sie sollen lernen, dass sie auch etwas mit ihrem Leben anfangen können. Sie müssen nicht kriminell sein oder ihre Körper verkaufen. Sie sollen auf sich selbst stolz sein können, ebenso wie ihre Eltern und auch Gott auf sie stolz sein sollen. Überall auf der Insel treiben sich wilde Esel herum. Kolumbus brachte sie einst hierher. Sie haben sich bestens ans karibische Klima angepasst. Hi, I'm Darren. I take care of the most special creatures in Antigua. Wir befinden uns in der Esel-Auffangstation. Ein Zuhause für ehemals wilde und manchmal auch misshandelte Tiere. Manager Darren holt sie von der Straße und kümmert sich um sie. Das ist Rambo. Er ist seit 3 Jahren hier. Wir haben ihn vor Kindern gerettet. Sie sind auf ihm die Straße rauf und runter geritten und haben Unfälle provoziert. Heute ist ein Tierarzt da. Zunächst kontrolliert er Rambos allgemeinen Gesundheitszustand. Dann überprüft er die Hufe. Bei dem steinigen Boden verletzen sie sich leicht. Wenn wir sie nicht regelmäßig reinigen und die Steine entfernen, würden sie mit der Zeit immer weiter eintreten. Dann könnte ein Abszess entstehen. Da müssen wir sehr aufpassen. Am Zaun steht Eseldame Miss Honory. Sie behält Rambo gut im Auge. Dieser Esel ist immer dabei, wenn wir an anderen Eseln arbeiten. Wenn wir sie zum Beispiel für eine Kastration sedieren, steht sie auch daneben. Ich glaube, sie will sie beruhigen und sagen, alles okay, du bist nicht allein. Sie war jetzt die ganze Zeit hier, seitdem wir uns um Rambo kümmern. Sie ist sehr süß. Zum Abschluss der Untersuchung bekommt Rambo noch Streicheleinheiten vom Chef. Auch am Ohr. Dort haben es Esel am liebsten. Das mögen sie wirklich gern. Manchmal läuft ihm sogar das Wasser im Mund zusammen, wenn ich seine Ohren streichle. Darren kümmert sich gern um die Esel. Das ist wichtig, findet er. Denn Antigua hat ihnen viel zu verdanken. Jahrhundertelang waren sie unentbehrlich. Dann wurde immer weniger Zuckerrohr angebaut und es kamen immer mehr Autos. Die Tiere verwilderten und machen heute viel Ärger. 10 Esel können über Nacht die gesamte Ernte eines Bauern zerstören. Wir müssen uns um sie kümmern. Normalerweise sind sie in großen Gruppen unterwegs. Sie müssen die wilden Esel kastrieren. Deshalb gehen die beiden regelmäßig auf die Jagd. Direkt außerhalb des Geländezauns treibt sich schon seit Tagen eine größere Gruppe herum. Gekonnt fängt Darren einen Esel ein. Jetzt muss er ihn aber noch zum Wagen bringen. Das ist gar nicht einfach und sehr gefährlich. Darren muss ihn erst am Ohr erwischen. Jetzt kann er ihm das Seil ins Maul legen. Das Seil gibt ihm Sicherheit. Es macht ihn ruhig, weil er sich jetzt erst einmal wundert, was er da im Maul hat. Darren hat 12 Jahre Erfahrung. Aber jeder Esel ist eine neue Herausforderung.
Am schlimmsten für den Esel und für uns ist es, wenn die Hufe auf die Holzrampe treten. Sie kennen das Geräusch nicht. Es macht ihnen Angst. Sie wollen da nicht rein. Der Esel macht seinem Ruf alle Ehre und bleibt stur. Zieh! Ich zieh doch, aber es passiert ja nichts. Manchmal steht man direkt hinter ihnen und alles sieht normal aus. Und dann treten sie dich plötzlich oder versuchen zu beißen. Man muss immer aufpassen. Zurück in der Auffangstation. Die anderen Esel kommen sofort neugierig dazu. Immer wenn wir einen Neuen bringen, kommen alle Esel, um ihn zu beschnuppern und zu begrüßen. Aber erst wenn er kastriert ist, darf er zu den anderen. Um 3 Uhr nachmittags ist Essenszeit. Heute ist Sonntag. Unter der Woche ist die Eselauffangstation auch für Touristen geöffnet. Viele übernehmen Patenschaften. Bei Darren haben die Esel ein wirklich schönes Zuhause gefunden. Sie wissen, dass ich derjenige bin, der sich um sie kümmert. Ich bin ihnen immer sehr nah. Sie vertrauen mir. Sie merken, da ist jemand, der nicht mit dem Stock kommt. Bei mir lernen sie das Vertrauen zum Menschen. Und das haben sie sich wirklich verdient, die einst wilden Esel von Antigua. Gleich bei Grenzenlos, die berühmteste Bar Barbudas. Nach der Zerstörung durch den Hurrikan soll bald wieder der Champagner fließen. Antiguas Schwesterinsel Barbuda ist nur 40 Kilometer entfernt. Sie ist touristisch kaum erschlossen und erholt sich noch von Hurrikan Irma. Der heftige Sturm verwüstete im September 2017 einen Großteil der Insel. Hi, I'm Kelsina and I am rebuilding the most magical place just for you. Kelsina gehört eine Beachbar, das Uncle Roddy's. Man erkennt kaum noch den Glanz, den der Ort vor dem Wirbelsturm hatte. Er war ein Lieblingsplatz von Seglern und Yachtfahrern. Bekannt für die Cocktails und den fangfrischen Hummer. Wir müssen uns um den Ofen kümmern, oder? Wir müssen ihn wieder zum Laufen bringen. Ist er bald soweit? Ja, das mache ich heute. Sehr gut. Irma war einer der stärksten Tropenstürme, die es in der Region jemals gab. Mit Spitzengeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde. Wir sind überrascht, dass wir nicht alle tot sind. Das ganze Restaurant lag flach am Boden. Nichts war übrig. Das Wasser vom Meer war hier 3 Meter hoch. Es kam hier rein. Alles, was ihr hier sehen könnt, war rausgespült. Wir haben eigentlich alles verloren. Jetzt steht die Bar wieder kurz vor der Eröffnung. Mit einem zusätzlichen Loungebereich in der ersten Etage. Zusammen mit ihrem Ehemann macht Kelsina alles selbst. Eine große Herausforderung, denn es fehlt immer noch an vielem. Lange Zeit gab es nicht einmal Strom. Dann haben wir den Loungebereich dort drüben und die Tische und Stühle dort. Dann können wir die Couch wie ein L bauen im Loungebereich? Wir können auch komplett drumherum bauen, wenn du willst. Das ist toll. Das ist es, was man auf Barbuda tun muss. Man muss eigentlich alles können. Wir haben gelernt, dass es an der Zeit ist, sich so viel wie möglich beizubringen, damit hier wieder alles funktioniert. Die Insel ist es wert. Barbuda ist ein fast unberührtes und ungeschliffenes Juwel. Ein Ort, wie es ihn nur noch selten auf der Welt gibt. Fast menschenleer und traumhaft schön. Nur rund 1000 Menschen wohnen hier. Fast alle im einzigen Dorf Codrington. Manche haben die Insel nach dem Hurrikan für immer verlassen.
Die Urlauber kommen trotzdem. So wie diese Amerikaner, die sich seit Jahrzehnten jeden Winter hier treffen und die Einwohner finanziell unterstützen. Es ist wie ein zweites Zuhause. Wir fühlen uns so wohl hier. Und wir sind glücklich. Es gibt keine Kriminalität. Es ist sicher. Es ist herzerwärmend. Die Leute hier sind wunderbar. Kelsinas romantische Urlaubshütten waren wegen der Stelzenbauweise die einzigen auf der Insel, die den Hurrikan fast unbeschadet überlebten. Die Mieteinnahmen helfen beim Wiederaufbau der Bar. Auch wenn sie viel verloren haben, Kelsina und ihre Mitarbeiter lassen sich nicht unterkriegen. In wenigen Wochen soll die Strandbar wieder im alten Glanz erstrahlen. Jetzt ist Barbuda auf der Landkarte sichtbar. Die Menschen wissen durch den Hurrikan, dass wir überhaupt existieren. Viele wollen vielleicht kommen, um das Überleben von Barbuda zu sehen. Es ist immer noch da und wir sind immer noch da. Auch das Obst und Gemüse kommt wieder. Ich glaube, das Restaurant wird wieder erfolgreich wie zuvor. Von Juli bis Oktober kann es zu tropischen Wirbelstürmen kommen. Das restliche Jahr über erwartet einen auf Antigua und Barbuda, das Paradies auf Erden.